Und das führt uns, diese Beobachtung, zum zweiten Topos, wenn man will, dem verhärteten Herzen. Denn man könnte diesen Übertruss oder das, was schließlich zum Murren führt, eben als dieses verhärtete Herz bezeichnen, von dem der Psalm ausdrücklich spricht. Gleich am Anfang heißt es in der Benediktregel, höre. Damit greift da ein Wort dieses Psalms auf. Bei Benedikt ist dieser Psalm als Einleitung zum Tag, zum Stundengebet, zur Eröffnung zum ersten Mal greifbar. Psalm 95 oder in der lateinischen Zählung, die überall auf der Welt verbreitet ist, nur in Deutschland nicht, 94. Und nach dem Hören kommt gleich im Vers 8 eine Bemerkung: Stehen wir also endlich einmal auf. Auch diese Bewegung haben wir letzte Woche schon im Psalm kennengelernt. Das erste Wort. Auf. Also nicht Beschäftigung mit dem, ich habe schlecht geschlafen, die Welt ist so schrecklich. Auf. Das aufgerichtet werden. Die Schrift weckt uns und sagt, die Stunde ist gekommen, vom Schlaf aufzustehen. Und wir hören mit Attonitis auribus, sagt Benedikt. Mit aufgeschrecktem, sagt dieser Übersetzer hier, aber eigentlich heißt es mit angedonnertem Ohr. Also es gibt einen richtigen Schlag vors Ohr. Heute hörtet ihr doch auf seine Stimme, verhärtet euer Herz nicht. Man könnte sagen, das Wort Gottes ist wie ein Stock, wie der Stab des Mose, der sozusagen auf unsere Ohren oder auf das harte Herz schlägt, bis es sich bewegt, damit es lebendig wird. Das ist die Umkehr des Bildes vom Fels, das wir letzte Woche schon bei der Bezeichnung Gottes oder Christi als Fels gesehen haben. Also das ist wie eine große Überschrift über dieser bedeutenden Mönchsregel. Das angedonnerte Ohr, nicht in die Murrerei, nicht in die Akedia, in den Übertruss, in dieses alles zu viel, alles, entschuldigen Sie, kotzt mich an. Dieses Wort kann man heute so oft hören in der Kirche. Nicht da hineinzukommen. Das verhärtete Herz, das versteinerte Herz soll flüssig, es soll wieder fließend werden. Es gab früher ein Messformular, das hieß Messe um die Gabe der Tränen. Das mag uns heute merkwürdig kommen. Ich weiß, es gibt Grund genug zu weinen. Aber es sind nicht die Tränen so sehr der Trauer, sondern es sind die Tränen eines zerknirschten Herzens. Wir werden, wenn wir über Psalm 51 sprechen, noch darauf kommen, dass das Herz eben nicht hart ist. Und vielleicht, ich las das gestern bei Walter Nick in einer Bemerkung zu Augustinus, vielleicht sind die Confessiones des Augustinus deshalb so anziehend, so attraktiv für viele Menschen, weil sie eben nicht aus einem verhärteten oder besserwisserischen Herzen geschrieben sind, sondern weil er wahrscheinlich mehr Tränen als Tinte benutzt hat, sagt Walter Nick. Das ist ein sehr schönes Wort. Und es stimmt auch. Hören und Gehorsam als Gegengift zur Verhärtung. Ich habe beim letzten Mal schon angedeutet, dass es ein sehr schönes literarisches Beispiel gibt, auch aus der Mönchstradition, dass ein Schüler des heiligen Bernhard Papst wurde. Und es wäre nicht der heilige Bernhard, wenn er davon besonders beeindruckt wäre. Er schreibt an Papst Eugen: Ich erkenne den Sohn auch noch unter der Tiara. Mach dir keine Sorgen, ich werde dir jetzt die Leviten lesen. Und das tut er auch. In einer sehr schönen Schrift, De Considerazione, über die Besinnung. Es ist nicht so viel, diese Schrift, aber es lohnt sich, die einmal anzuschauen. Aber wir können die natürlich nicht jetzt, können die nicht ganz zur Kenntnis nehmen. Aber was etwas sehr Schönes ist, wie Bernhard an dieser Stelle genau auf diesen Topos des harten Herzens zu sprechen kommt. Verlass dich nicht zu sehr, schreibt er an den Papst, auf deine derzeitige innere Verfassung. Nichts ist der Seele so tief verwurzelt, dass es durch Vernachlässigung und den Lauf der Zeit nicht verloren gehen könnte. Welch eine tiefe Einsicht. Selbst so ein richtiger alter Monast wie Bernhard von Clairvaux sagt das einem Papst. Fühl dich nicht auf der sicheren Seite. Deshalb
hier sitzt sozusagen die Wurzel des Müssens einer Wiederholung. Nach dem Motto, kenne ich schon, kann den nächsten nehmen. Ja? Nein, es ist jeden Tag der neue Beginn. Über eine alte, vernachlässigte Wunde wächst Schorf und sie wird umso schwerer heilbar, je fühlloser die Narbe ist. Auch kann ein dauernder, starker Schmerz nicht lange ertragen werden. Wenn er nämlich nicht anders gestillt werden kann, so muss er von selbst weichen. Denn entweder führt ein Heilmittel rasch zur Linderung oder aber die lange Dauer zur Abstumpfung. Was vermag die Gewohnheit nicht alles zu wandeln? Was wird mit der Zeit nicht hart? Was hält der Abnützung stand? Bei wie vielen ist das, was sie früher wegen seiner Bitterkeit verabscheuten, durch die Gewöhnung leider süß geworden? Höre nur zu, wie ein Gerechter darüber klagt. Was meine Seele früher nicht einmal anrühren wollte, ist mir nun in meiner Not zur Speise geworden, sagt Hiob in Kapitel 6. Zunächst wird dir etwas unerträglich erscheinen, nach einiger Zeit jedoch, wenn du dich nur daran gewöhnst, wirst du es nicht mehr für so schwer halten. Ein wenig später wird es dir sogar leicht vorkommen, dann gar nicht mehr auffallen und dir schließlich sogar gefallen. So verhärtet sich allmählich das Herz und wendet sich schließlich ganz ab. So ist es. Das ist der Grund, warum ich mir immer um dich Sorgen gemacht habe und mache. Du könntest dich, dass sich die Heilung hinauszögert und du den Schmerz nicht mehr aushältst, in unheilbarer Verzweiflung in Gefahr stürzen. Ich fürchte, dass du mitten in deinen zahlreichen Beschäftigungen, deren Ende du nicht absiehst, deine Stirn verhärtest und dich dadurch nach und nach selbst der gerechtfertigten und nützlichen Schmerzempfindung beraubst. Viel klüger wäre es, dich von ihnen zumindest zeitweilig loszureißen, als dich von ihnen mitreißen und langsam aber sicher dorthin führen zu lassen, wohin du nicht willst. Wohin, fragst du? Zu einem verhärteten Herzen. Doch frage nicht weiter, was das denn sei. Wenn du nicht erschrocken bist, dann ist es schon das Deinige. Das allein macht das harte Herz aus, dass es vor sich selbst nicht erschrickt, weil es sich selbst nicht mehr wahrnimmt. Warum, fragst du mich? Frag doch den Pharao. Niemand hat mit einem verhärteten Herzen je das Heil erlangt, außer wenn ihm Gott in seinem Erbarmen vielleicht, wie der Prophet sagt, das Herz aus Stein aus der Brust nahm und ihm ein Herz von Fleisch gab. Was also ist ein verhärtetes Herz? Eines, das sich von keiner Reue zerreißen, keiner Liebe erweichen und keinen Bitten mehr rühren lässt. Es lässt sich durch Drohungen nicht bewegen und wird bei Schlägen trotzig. Bei Wohltaten zeigt es sich undankbar, Ratschlägen gegenüber misstrauisch, beim Gericht wütend, bei Schandtaten skrupellos, tollkühn bei Gefahren, unmenschlich den Menschen und vermessen Gott gegenüber. Es vergisst die Vergangenheit, vernachlässigt die Gegenwart und kümmert sich nicht um die Zukunft. Es ist seine Art, sich von der Vergangenheit allein das erlittene Unrecht zu merken, die Gegenwart zu vergeuden und für die Zukunft keinerlei Vorsorge oder Vorbereitung zu treffen, außer vielleicht sich zu rächen. Welch eine tiefe Kenntnis der menschlichen Psyche hat Bernhard von Clairvaux hier. Und genau darum geht es, um dieses ganze Panorama. Heute hörtet ihr doch auf seine Stimme, verhärtet euer Herz nicht. Begeht nur ja nicht diesen Fehler, euer Herz zu verhärten, mit all diesen Auswirkungen, die das hat. Und wenn wir noch einen Zeitgenossen, das will ich jetzt nicht ganz zitieren, aber es ist ein sehr schönes Büchlein, Kardinal Schönborn hält ja in Wien immer wieder Katechesen, die dann als kleines Buch erscheinen. Und schon lange, bevor es überhaupt ein heiliges Jahr der Barmherzigkeit gab, ich weiß nicht, vor 3 oder 4 Jahren schon, hat er Katechesen zur göttlichen Barmherzigkeit gehalten. Und da kommt er auch auf Psalm 95 zu sprechen. Das heißt, wir haben Barmherzigkeit gefunden. Aber das ist eine sehr schöne Betrachtung. Er geht nochmal einen anderen Weg als Bernhard. Der kommt dann bei der Schwester Faustina raus.
mit der göttlichen Barmherzigkeit, aber es ist auch sehr lesenswert. Achtet darauf, dass niemand von euch ein hartes Herz hat. Lesen wir im Neuen Testament, im Hebräerbrief, in einem sogenannten Midrasch. Wenn der Hebräerbrief diesen Psalm nimmt und ihn erklärt, also wenn in der Schrift die Schrift ausgelegt wird, nennt man das einen Midrasch. Im Kapitel 3, Vers 7 bis Kapitel 4, Vers 11 kommt der Hebräerbrief auf diesen Psalm zu sprechen und genau auf diesen zweiten Teil. Und dieser zweite Teil, diese Auslegung im Hebräerbrief, führt uns dann zum dritten und letzten Topos dieses Psalms, nach dem Heute hört und dem verhärteten Herz, dem Land der Ruhe, von dem es ja am Ende des Psalms heißt, sie werden nicht in das Land meiner Ruhe kommen. Der Psalm, haben wir gesagt, gibt uns prinzipielle Auskunft über unser Menschsein, über unser Christsein. Sie werden nicht in das Land meiner Ruhe kommen. Der Hebräerbrief denkt darüber nach, wie kann das sein? Wie kann die Heilige Schrift so etwas sagen? Wie kann es eine Gottesrede? Wie kann Gott so etwas sagen? Sie sind doch ins Heilige Land eingezogen. Sie haben doch Kanaan in Besitz genommen. Und dennoch bleibt das Prinzipielle des Menschseins. Kanaan, so der Hebräerbrief, ist irdisch. Das kann gar nicht das gelobte Land sein. Also sind wir weiter unterwegs? Ja. Solange wir Menschen sind, sind wir unterwegs. Ich habe vor einiger Zeit schon einmal, gerade in einem schönen Band zum Hebräerbrief von Knut Backhaus, dem Münchner Exegeten, der zitiert dieses schöne Wort des Johannes Chrysostomus. Weißt du nicht, dass das Leben hier eine Reise ist? Dann bist du etwa Bürger? Du bist Wanderer. Hast du verstanden, was ich sagte? Du bist kein Bürger, sondern Wanderer bist du und Reisender. Sage nicht, ich habe diese oder jene Stadt. Niemand hat eine Stadt. Die Stadt ist oben. Gegenwart ist Weg. Der Homo Viator, der pilgernde, der wandernde Mensch. Das ist das, was uns der Psalm mit dieser Gottesrede vor Augen stellt. Wir können es auch mit Paulus sagen, im Philipperbrief, wir haben das am Sonntag in der zweiten Lesung gehört. Unsere Heimat aber ist im Himmel, die Stadt ist oben. Manchmal denke ich mir, wenn ich diesen Psalm wirklich ernst nehme, wenn ich ihn, von mir aus sagen wir, existenziell bete, wie kann ich mich dann so versteifen auf all das, was wir im Moment kirchlicherseits diskutieren? Wir sprechen immer von vorläufigen Dingen. Wir tun manchmal so, als wären die Entscheidungen, die wir treffen, für die Ewigkeit. Aber um die kümmern wir uns manchmal nicht, um die Ewigkeit. Haben wir ein verhärtetes Herz? Würde Bernhard uns fragen. Vielleicht. Wir sind unterwegs. Es gibt Auslegungen, viele alte Auslegungen, die das immer in Erinnerung gerufen haben. Dass die Kirche so etwas ist wie eine Herberge am Weg. Für die Menschen. Klar, die Erfahrung auch einer Volkskirche hat dann aus der Herberge am Wegesrand das Haus Folklore gemacht. Aber wenn man dieses Lied wirklich anschaut, wird ja weniger die Kirche hier jetzt besungen, sondern die des Himmels, die Stadt des Himmels, die Stadt, die oben ist, zu der wir unterwegs sind, von der wir manchmal nur ein schwacher Abglanz sind, immerhin ein Abglanz, aber ein schwacher. Homo Viator, der pilgernde, der wandernde Mensch, der auf der Suche nach der Ruhe ist. Wie findet er die Ruhe? Wir sind als Christen, und das meint dieser Psalm nicht, irgendeine Art Sisyphus. Wir bewegen uns Richtung oben, wenn wir fast da sind, wupp, dann geht es wieder runter. Das ist nicht gemeint. Christliches Leben, auch der Weg der Nachfolge. Jesus geht immer mit seinen Jüngern Wege. Der Menschensohn hat nichts, wohin er sein Haupt legen kann,
sozusagen schon die Heimatlosigkeit und die Besitzlosigkeit als Index des Meisters der Nachfolge. Pilgerschaft, Wanderschaft, kein Umherirren, kein Zielloses, sondern mit einem klaren Ziel. Wenn wir noch einmal die Mönche zu Rate ziehen, auch die Benediktsregel, dann spricht Benedikt von einer Heimkehr. Die Mönche kehren nach Hause zurück. Aber wo ist das Zuhause? Wo ist die Ruhe? Ich will deshalb am Schluss noch einmal auf das Johannesevangelium zu sprechen kommen, aber zuvor mit einem kleinen Zitat aus dem Matthäusevangelium. Jesus sagt das einmal: Kommt her, alle zu mir, die ihr euch plagt und unter Lasten stöhnt. Ich werde euch Ruhe verschaffen, ein Aufatmen verschaffen. Wo ist der Ort der Ruhe? Wo ist diese Heimat? Kann man das genau sagen, noch mal konkreter als in dem Bild der Stadt, die oben ist, wie das Johannes Chrysostomus tut, oder das obere Heiligtum, wie der Hebräerbrief sagt? Das Johannesevangelium gibt uns eine genauere Auskunft. Wir erfahren in diesem Eingangshymnus dieses Evangeliums, wie ein Weg entsteht, wie das Wort Gottes seinen Lauf nimmt, so sagt es der Psalm 18 bzw. 19. Kurrenz, es läuft. Oder Jesaja sagt, das Wort, das ich aussende, spricht Gott, vollendet seinen Lauf und kehrt nicht zu mir zurück, bevor es das ausgerichtet hat, wozu es ausgesandt ist. Das ist die große Vorstellung, die auch hinter dem Johannesevangelium steht. Da beginnt ein Weg, das Wort, das bei Gott ist, es beginnt den Lauf in die Welt. Wie es das Buch der Weisheit sagt, mitten in der Nacht, als tiefes Schweigen, das allumfing, springt Gottes allmächtiges Wort auf diese Welt. Ein alter Weihnachtstext. Aber dieses Wort, das sich ganz in diese menschliche Existenz hineinkniet, das ganz diesen Status Viatoris aufnimmt, diese Pilgerschaft, diese Wanderschaft und es selber durchexerziert, es wird nicht angenommen. Aber es findet ein Paar, die fragen: Wo wohnst du? Wo hast du eigentlich deine Ruhe? Im ersten Kapitel des Johannesevangeliums lesen wir das, dass Johannesjünger hinter Jesus hergehen und ihn fragen: Pumenes, wo bleibst du? Und was hier beginnt, nennen die Mönche, die Benediktsregel bringt das sozusagen auf den Punkt, die Heimkehr zu Gott. Das Befolgen einer Regel, das sich unterstellen dem Gehorsam, das Hören, das tägliche Bemühen, kein verhärtetes Herz zu haben, ist eine Weise, die Heimkehr, das Ziel dieses Weges und manchmal unseres Umherirrens nicht aus dem Auge zu verlieren. Es ist die Heimkehr zu Gott, wie Benedikt das nennt. Wo wohnst du? Jesus beginnt mit den Jüngern einen langen Weg der Heimkehr zu Gott. Und wir können uns durchaus an die Sätze erinnern, die Jesus in den Abschiedsreden, in den sogenannten, spricht, an seinem letzten Abend. Wohin ich gehe, dorthin könnt ihr mir jetzt nicht folgen. Ich gehe voraus, um euch einen Weg zu bereiten, eine Wohnung zu bereiten. Ich bin der Weg. Aber wohin geht Christus? Wo endet sein Weg? Selbst am Ostermorgen drängt er sozusagen die erschrockene Maria Magdalena ab, die froh ist, dass sie ihn wieder gefunden hat, und sagt: Memu haptu, packt mich nicht an, noli me tangere. Mit der Begründung: Ich bin noch nicht heimgekehrt, ich bin noch nicht am Ort meiner Ruhe. Ganz am Beginn des Johannesevangeliums haben wir gehört, wo der Ort der Ruhe ist. Er ist am Herzen des Vaters. Er, der am Herzen des Vaters ruht, er hat Kunde gebracht. Ento colpo, im Schoß, am Herzen des Vaters, jedenfalls in der Mitte, der den Herzschlag des Vaters aufnimmt. Und alles, was er sagt, ist Mitteilung
dieses Herzschlags des Vaters, Mitteilung Gottes. Er ist der einzige Exeget, er hat Kunde gebracht. Exegesator steht da, genau unser Fremdwort. Er ist der Exeget Gottes, und zwar der einzige, der Gott wirklich kennt, von innen her. Und das ist das große Ziel dieser Pilgerschaft, das ist das große Ziel der Nachfolge. Und einer hat es schon verstanden. In jener Szene am letzten Abend, beim letzten Abendmahl, kommt Verwirrung unter den Jüngern auf. Wie das ist, wer denn der Verräter ist, der Überlieferer, der Traditor, wie die lateinische Übersetzung sagt. Und Petrus, dessen Tag wir heute feiern mit der Kathedra Petri, war ein gewitzter Typ. Der weiß schon, wie man das erfährt. Er gibt dem Jüngsten ein Zeichen. Warum? Weil der sozusagen dem Meister am nächsten ist. Er ist ento colpo Jesu, er ist an der Brust, am Herzen Jesu. Dort liegt er, dort hat er seinen Platz. Und der fragt ihn schließlich, wer ist es? Und dann enttarnt sozusagen Jesus den Judas mit dem eingetauchten Bissen Brot. Und am Ende des Johannesevangeliums wird darauf noch einmal Bezug genommen. Jener Jünger, der damals im Schoß Jesu oder am Herzen Jesu ruhte, der hat instinktiv entdeckt, wo dieser Ruhepol ist, wo der Zielpunkt ist für die Nachfolge, für diesen Pilgerweg. Was diesen Pilgerweg und was diese Wanderschaft beendet und wo unser unruhiges Herz, von dem Augustinus spricht, zur Ruhe kommt. Es ist dieses Herz Gottes. Es gibt eine sehr schöne Darstellung in der bildenden Kunst, die irgendwie einzigartig ist. Vielleicht kann einer von euch mal eben an meinen Ankleidetisch gehen. Rechts davon steht ein großes eingepacktes Bild. Das fällt mir jetzt gerade ein. Ja? Das ist die Johannesmine. Wenn ihr die mal gerade bringt, dann haben wir dann nochmal vor Augen. Das ist ein Andachtsbild, das in Zisterzienserinnenklöstern entstanden ist, in Oberschwaben, und nur dort verbreitet war. Da sieht man eben jene, so wird sie genannt, Johannesmine. Aber das ist mehr als ein Zitat aus der Heiligen Schrift, jener Jünger, der einfach im Schoß oder am Herzen des Vaters ruht. Es ist mehr. Es ist all das sozusagen in ein Bild zusammengefasst, was wir in diesem Psalm hören, was die Aufforderung bringt, dass wir in das Land der Ruhe kommen. Und es ist auch nicht von ungefähr, ich habe das bei anderer Gelegenheit schon einmal gesagt, wir haben das leider ein bisschen aussortiert, dass die Kirche beim Begräbnis, wenn der Leichnam in der Regel an der Kirche ist, dass die Kirche dann als Wunsch singt, als Gebet beim Beginn der Begräbnismesse, Requiem, Ruhe. Herr, gib ihm die ewige Ruhe, ihr die ewige Ruhe, beten wir. Das ist ein Wunsch, ein Gebet. Der hat nichts damit zu tun nach dem Motto, das wird ja erstmal abgelegt. Sondern wenn wir den Psalm als Hintergrund haben, dann wissen wir, dass dieses Gebet und dieser Wunsch damit zu tun hat, dass jemand endlich zur Ruhe kommt, nämlich in das Land der Ruhe Gottes kommt. Genau wie wir das auf diesem Bild sehen. Wie jener Jünger, das ist das Bild der Nachfolge schlechthin. Dieses an der Brust, im Schoß, am Herzen Jesu ruhen. Dass ein Leben nach der Wanderschaft, der Pilgerschaft wirklich zur Ruhe kommen kann. Und dass es mit einem verhärteten Herzen, Bernhard sagt das eindrücklich, noch nie hat jemand mit einem verhärteten Herzen das Heil erlangt, es sei denn, Gott erfüllt das, was bei Ezechiel geschrieben steht, was wir in der Vigil samstagsabends beten. Ich nehme das Herz aus Stein aus eurer Brust und gebe euch ein Herz von Fleisch. Auch das ist ein Ostergeschehen. Auch das spielt in diesem Wunsch, wenn die Kirche über dem Toten von der Ruhe singt, mit. Das ist nicht die Friedhofsruhe, sondern das ist das gelobte Land, ist das Land der Auferstehung. Deshalb, so denke ich, ist dieser Psalm am Beginn eines jeden Tages ein großer geistlicher Gewinn. Es ruft uns in Erinnerung, wo wir sind. Es ruft uns unsere Kämpfe und unsere Gefahren in Erinnerung. Und es stellt uns unseren Weg neu vor Augen, jeden Tag neu. Einen Weg, bei dem wir nie das Ziel aus dem Auge verlieren dürfen. Danke.